So Leute, was geht? Euer Gino und ja, meine lieben Freunde. Ja Leute, heute reagieren wir auf das BVB. Warte, ich kann den Titel ja nicht ganz sehen. BVB, Borussia Dortmund vs. Hertha PSC Berlin. 4-1, BVB rasiert. 1. Spieltag, Highlights, Stadion Block. Leute, ich glaube, alle haben schon das Ergebnis gesehen. 4-1 ist ja, steht hier auch und haben generell doch schon alle gesehen. Wir reagieren nur darauf, Leute. Ich habe vor kurzem erst Gladbach gegen Bayern reagiert. Die haben dazu auch ein Video gemacht. Ja, was soll ich großartig noch sagen, Leute? Die Woche kommen mal zwei Stahl-Reaktion-Videos. Und wahrscheinlich noch ein Live-Video. Schon mal gucken, wie ich das schaffe, wie ich das mache. Ja, let's fucking go. Wir starten jetzt rein in das Video. 14 Uhr, wir haben heute einen anderen Taxi-Chef. Taxi! Was geht? Persönlicher Taxi. Und hier ist der liebe Bassi. Shindy. Wir sind heute zu viert. Heute wird ein bisschen anderer Stadion-Vlog. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Wir holen jetzt den BVB-Fan ab. Sinan kommt jetzt auch. Wir holen ihn von zu Hause ab, weil er ist Chef. Er fährt nicht nach Oberbaum. Er ist zu cool dafür. Okay. Ja, okay, komm. Komm runter! Da kommt der Dortmund-Fan. Mach mal schneller, Junge! Steig mal ein! Fahr weg, bitte 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 fahr weg! Ja, BVB! Ja, BVB! Ihr werdet verlieren! Nein! Doch, gewinnen. Ihr müsst verlieren! Egal, Bruder, die Straße gehört jetzt mir! Ihr müsst verlieren! Danke, ey! Hey Leute, wisst ihr, was ich auch heftig finde? Also, ich will jetzt kein anderes Thema ansprechen oder so, aber. Das finde ich krass. Ich würde, der auch wenn es jetzt vielleicht nicht um das Spiel geht, aber ich finde es krass, Leute, dass auch Union einfach gegen Schalke nur einen Punkt geholt hat. Ne? Also die sind alle gleich da. Also wirklich, Bundesliga zeigt, finde ich, mit einer schwanzenden Ligas, die es gibt. Also ich finde es immer richtig blöd, dass ja auch viele die Bundesliga als Farmersieg ansehen. Absoluter Schwachsinn, Bruder. Bundesliga ist für mich persönlich mit einer der stärksten und geilsten Ligern, die es gibt. Boah, die Kiste wackelt hier. Kein CLS mehr, Leute. Falls Dortmund gewinnt, ist Bayern und Dortmund punktgleich. Falls Dortmund gewinnt, werden wir Meister. Und das hat schon beschlossen. Wenn Dortmund heute gewinnt, werden wir Meister. Das sagst du seit 10 Jahren. Wenn Dortmund heute gewinnt, werden wir Meister. Das sagst du seit 10 Jahren. Wenn Borussia Dortmund das Spiel gegen Hertha heute gewinnt, werden wir Meister. Du hältst dein Wort nicht ein. Erstmal ruhig, Bruder, wir sind punktgleich. Also jetzt wird erstmal keiner Meister hier. Wir werden Meister. Dein Wort hat keinen Wert. Wir werden Meister. Dein Wort hat keinen Wert. Wir werden Meister. Was hast du für Ängste genommen, Junge? Was machst du da an? Geh mal weg, Junge. Was haben wir jetzt gemacht? Ah ja, perfekt, Digga. Was habe ich jetzt gemacht? Dann, wir haben 13 Uhr. Bayern gegen Gladbach. Och, Digga, was ist das jetzt hier? Komm runter! Hey, komm her, bitte! Hey, ja! Ja, moin, Digga. Sorry, ich bin da irgendwo auf der Taste draufgekommen. Ja, gut, wir bleiben mal jetzt hier. Hey, BVB! Hey, BVB! Bleib schön hier. Okay. Okay. Ich kenn dich nicht. Ich kenn dich nicht. Gehen Sie weg. Fassen Sie mich nicht an. BVB. Fass mich nicht an. Wir haben jetzt hier den Max getroffen, Leute. Und er tippt jetzt erstmal heute das Spiel. Was tippst du? 3-1, Dortmund. Und sag mal, ich war schon rote Karte. Ja, war keine rote Karte. Ey, du. Volle Kamera hat da was anderes gesagt. Nein, hey, hey. War rote Karte, Bruder. Nein, Bruder. Max weiß, wo es lang geht, Jungs. Ja, natürlich. Wir sind hier an der legendären Brücke. Kennst du dies, ne? Natürlich. Wir kennen dich. Bei Gott kenn ich dich. Du bist abgehoben. Bei Gott kenn ich dich. Du kommst nicht hier rein. Du kommst noch VIP-Eingang. Der Influencer kommt! Okay, lösch das. Der Influencer kommt! Ich lösch nicht! Das kommt sowas von rein. Bruder, das warum? Warum? Was ist das? Ich hab schon gesagt, das wird ein ausgewinnter Vlog. Voll auf Depression. Wir sind da, Leute. Ich bin heim. Boah, Hertha muss gewinnen. Heute müssen wir uns die 3 Punkte holen. Aus Prinzip. Ich schwöre. Ich glaube wirklich, dass Hertha heute hier 1-0 gewinnt. Ich sag jetzt ein Wort. 1-0. Ich sag ein Wort, das kommt auch auf TikTok. Gewinnt Borussia Dortmund dieses Spiel, wird Borussia Dortmund Meister. Guck mal, wie ist das? Wird Borussia Dortmund Meister. Wir werden in München gewinnen. Wir werden in München gewinnen. Guck mal, du sagst, das ist das 11. Jahr. Chill mal. Das 11. Jahr. Guck mal, schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, wer Meister wird. So, ganz einfach. Like dieses Video, Leute, abonniert unseren Kanal. Abonniert nicht. 80% unserer Zuschauer schauen unsere Videos, aber liken und aber abonnieren unseren Kanal nicht. Zu Recht. Was für zu Recht. Nicht zu Recht. Ja, okay. Das ist schon dann zweite Bratwurst, ne? Ja. Schmeckt?
Soll dir die schmecken. Soll schmecken. Soll ja. so sein. Es soll so sein einfach. Aber wir haben jetzt hier Ted vom Film getroffen. Nein, Spaß, Leute. Und Slane. Wie geht das Spiel aus? Was denkt ihr? Mit dem Punkt 3-1, oder? 3-1. 3-1. Wenn Hertha gewinnt, dann seid ihr nicht punktgleich mit Bayern, ne? Und wenn Dortmund gewinnt, werden wir heute Meister. Sei ehrlich, wir werden Meister. Nicht heute, aber wir werden Meister dann. Schauen wir. Schon? Wir werden Meister. Nein, schauen wir. Voll Überzeugung, Digga. Wir schauen nicht, wir werden Meister. Wir sind drin! Wir sind drinne! Ja. Wir sind im Geschehen. Oder wir hätten eine Bombe mit reinschmuggeln können. Der hat mich schon. Ich schwöre, der hat so gemacht. Der hat so gemacht bei mir. Ich sag, alles gut, geh vorbei. Ich zeig euch jetzt, wie er kontrolliert hat. Geh vorbei. Ich zeig euch jetzt, wie er kontrolliert hat. Alles okay, geh vorbei, bitte. Geh vorbei. Der macht so. Perfekt, alles sauber. Alles sauber. Der hat noch ein Klatschspiel, Bro. Machst du dabei, ist er perfekt. Geh rein. Werden die Dortmunder Fans begrüßen, ne? Werden die begrüßt. Wir haben die günstigsten Plätze, die es gibt. Noch günstiger ging gar nicht. Noch günstiger ging gar nicht. Wir haben kein Geld. Mit der Nummer 19, Julia. Mit der Nummer 21, Tommy. Brandt kann. Er kann keine Flanken, Brandt. Er kann keine Flanken. Adeyemi ist gut. Guckt euch bitte einmal das Solo-Tor gefühlt an gegen Chelsea. Das war geisteskrank. Der Typ ist unnormal gut zu zeigen. Also ich glaube, der musste gegen Hertha ja runter auch. Bruder, ich wünsche ihm wirklich nur gute Besserung. Ich hoffe, dass er zurückkommt, weil er war gerade wirklich in seiner Leistung. Er kommt rein, Leute. Ja, ich sag euch, das ist, Leute. Bei Dortmund, ich habe von Adeyemi noch nie viel gehalten, außer bei Salzburg habe ich ihn zwar nicht aufgeguckt, aber ich habe viel Gutes gehört. Aber Bruder, gegen Frankfurt, wo er gesagt hat, Digga, hier, da war ja dieses Foul oder so. Ich fand ihn da voll abgehoben, fand ich jetzt. Aber Bruder, jetzt ist halt Adeyemi, Bruder, gönne ich ihn alles, was bei Dortmund oder so passiert bei ihm. Er ist einfach ein klasse Spieler, ja, das muss man so sagen. Adeyemi ist korrekt. Der BVB! Wie juckt das? Wie juckt das? Die Hertha-Fans sind da! Hertha-BSC! Guck mal, diesen Typ, Mann, hat der Moinier-Trikot. Schäm dich! Leute, soll er sich schämen? Und Leute, bevor wir jetzt Schatten machen, schöne Grüße an Timo raus. Timo, wenn du das Video sehen solltest, Digga, schöne Grüße gehen raus. Und schöne Grüße an Elias raus, Leute. Elias ist Hertha-Fan. Du hier! Sinan! Ich liebe dich! Was machst du hier? Wollt ihr ins Vlog? Bitte! Ja, BVB! 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 Das Spiel geht los! Dortmund in den Schwarzen! Warte mal! Guck die Hertha-Fans an! Die zünden direkt mit! Alter, was ist das denn? Damit schauen sie sich die Sicht, Digga. Das ist Bonus. Was ist das? Die Büros wurden gesehen! Hertha! Okay, ich bin zwar für Hertha, ne? Aber das ist wirklich respektlos. Das ist respektlos, Bruder. Man sieht nichts mehr, Mann. Man sieht nichts. Ungelogen. Ach du heilige Scheiße, das ist ja auch nichts mehr. Ungelogen, 10 Minuten später, man sieht nichts. Leute, wir können nichts sehen, wir erkennen nichts. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Man sieht überhaupt nichts. Wofür haben wir Geld bezahlt? Die haben uns zerstört! Die kaufen die billigsten Plätze und sehen nicht mal was! Ey, das Spiel wurde unterbrochen! Sehr korrekt, aber wir sehen gar nichts! Jack, wir sehen hier nichts! Meine Familie aus der Kalkung! Sie wissen schon, wie du heißt! Ist der Typ da oben ein Bayern-Schneider oder was macht der da? Weil man weiß ja nie, ne? Weil der ist ein roter Schall. Bruder, Dortmund ist nicht rot, Hertha ist nicht rot. Und die verkaufen das selber auch keine roten Scheiß. What the fuck? Die wissen gar nicht, wie alt ich bin. War es eine rote Karte? Der Typ denkt auch so, haltet mal jetzt einfach eure Fresse und genießt das Spiel. Der Typ denkt das aber auch. Die beiden denken das so. Safe.
War rot. Sie sehen auch angepisst aus. Du bist kein Fan, Bruder. Sonst sind die Schiedsrichter immer für Bayern. Ich würde sie auch einmal gegen Bayern sagen. War keine rote Karte. Bayern-Bonus, Bayern-Bonus. Der Basti sagt... Der Mensch, Bayern-Bonus oder der Schiedsrichter immer für Bayern, das ist der größte Schwachsinn, Alter. Bei Hertha könnt ihr auf rechts fliegen spielen. Der war bei Fortuna Wuppertal auf Bank. Du warst auf Bank. Du warst einmal Banki. Oh! Weiter. Willkommen. Ja. Aber Hertha war am Anfang ein bisschen besser. Also ich habe das Spiel zwar nicht geguckt, aber ich habe mir nur die Highlights nochmal angeguckt. Am Anfang haben die ein paar mehr Chancen gehabt. Die haben, glaube ich, generell beim ganzen Spiel mehr Chancen gehabt. Aber ja, wenn man auf die Chance nichts macht, Bruder, dann macht man daraus nichts. Ja! Wo hat die Binge? Tasta Salz und Hertha. Hertha, Bro, warum schreist du ihn an, Digga? Letztes Mal hast du auch noch so gelabert gemacht, Digga. Halt dein Maul. Aldi-Ebi! Karim! Oha! War kein Foul! Das ist doch sowas von Rotkarte! Die Dortmund-Pets drehen wieder durch, so soll's sein. Hört ihr? Hört hin! Komm, Julian! Julian! Ja! Ja! Boah, eine schöne Flanke. Oha! Jetzt weiter Druck machen, let's go! Scheiße wie immer! Scheiße wie immer! Ich bin Dortmund! Hey, guck mal, ich bin der einzige Dortmund-Fan, die Leute packen mich hier ab. Mir! Oh, das ist ein Dortmund-Schein zu rufen. Also, wenn du im Bayern-Block sitzt, wenn die mal gegen Bayern gegen Dortmund spielt, oder Dortmund gegen Bayern, ist ja ein Dortmund-Schein dann. Dann, wenn du neben Bayern-Fans bist, alles über, Digga. Aber wenn du neben Dortmund sitzt und das Spiel, Bruder, boah, nee. Genau so wird dir ein Dortmund-Fan, so wird dich ein Dortmund-Fan angucken. Null. Gestern haben wir 3-2 verloren. Der abonniert einfach. Das wird eh alles rausgeschnitten. Hertha BSC! Hertha! Ich muss jetzt sagen, Leute, Hertha-Fans, ich war ja im Stadion gegen Union, habt ihr bestimmt alle meine Scheinung doch gesehen. Welche Leute könnt ihr gerne gucken noch? Über die Jahre wird das sowieso noch mal ein paar mehr Aufrufe bekommen. Ich muss ganz ehrlich selbst sagen, Hertha-Fans sind stark. Also Hertha-Fans sind mit einer der Fans, die voll unterrated sind. Also die einfach, viele sagen Hertha-Fans sind scheiße oder so. Der nie nehmen. Hertha-Fans ist so, also Hertha hat echt ein schönes Stadion, erstmal das. Dann die Fans noch, ist schon geil. Also ich bin gern da. Also erstmal, ich fahre ja auch gegen, wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, fahre ich auch gegen Leipzig da wieder hin. Ich bin gern da. Also es macht unnormal Spaß. Das Spiel hat unnormal Bock gemacht gegen Union. Auch wenn sie dann verloren haben. Aber trotzdem, geisteskrank. Talk, wir sind zwar neben den Hertha-Fans, ne? Aber was machen die Dortmunder? Oder nur die Süd ist gut, nur die Süd. Ja, aber das ist doch überall so. Die Dortmunder sind leise. Die Ultra-Fans sind die Rasur machen. Ja, komm! Ja, Bruder, das Tor habe ich auch noch. Ja, das Tor, das war Marco Reus. Der hat geschossen, wenn ich nicht unsicher bin. Und Adeyemi, der wollte schießen und Adeyemi hat den dann noch so richtig schön reingemacht. Sehr geil. Der hat Adeyemi direkt alles gegönnt. Ruft der Venom rein, Digga, mir ist am ja. Geil, Mann. Besser Bayern-Fan, Bruder. Schöne Grüße hin raus. Ja, let's go! Let's go, Flasher! Ich bin kein Dortmund-Fan, aber Karim! Adeyemi ist ein geiler Karim! Adeyemi ist geil! Oder mich doch das
Topform, Topform, Topform! Emi, ich liebe dich, mich freut, dass dich in so einer Topform zu sehen. Du schießt Tor, Spiel für Spiel, Tor für Tor. Du bist der Beste zu sein bei Dortmund. Let's go weiter, so komm. Wer denn? Karim, the Dream, Adiemi. Marvin mit der Glatze. Ah, gut. Mr. Allback on the Adiemi und... Jude Bellingham ist der Beste. He's coming Liverpool. Jude Bellingham, change to you. Yeah, yeah. Der kommt aus Liverpool, Leute. England? Oh, krass. Adiemi, Bellingham wechselt nach Liverpool, mein Auge. Leider. Er wechselt nach Real Madrid. Bitte wechselt. Also Leute, Bellingham, wenn wir schon über das Thema Wechsel bei Bellingham reden, Liverpool, ich glaube Liverpool wird den auch verpflichten. Was soll bei Real? Ohne Witz, die zwei Talente da, hier Canarinha oder wie der heißt und der andere. Bruder, der wird Bellingham zwar Spielzeit bekommen, aber ich glaube nicht unnormal viel. Auch wenn er definitiv besser als die beiden sind, ist aber, weiß ich jetzt, wird glaube ich schwierig, weil dann ist ja noch Modric und Groß da, das wird schwer. Darum, ich glaube bei Liverpool, jo, Thiago, Fabinho, Ederson, ja, aber ich glaube, der wird sich ja besser, also der kann da definitiv besser sich reinfuchsen als bei Madrid. Ich will kein Dortmund-Fan, aber wechsel nach Real Madrid. Ich hoffe es, aber ich sag Liverpool. Wir haben hier Engländer, die aus Liverpool kommen neben uns und die sind Jude Bellingham-Fans. Sie wollen die zu sich haben. Stark gemacht. Und da hat sich Adiemi verletzt, genau. Leider. Ich hätte echt mal gern gesehen, was da passiert ist, Digga. Aber genau in dem Zeitpunkt ist ja der eine Fan aufgestanden. Mario! Mario Luigi! Oh. Oh mein Gott, Digga! Hat der nicht gemacht, Bruder? Hat der nicht gemacht? Hat der nicht gemacht, Bruder? Oh mein Gott! Adiemi Topform. Wer ist der verletzt? Mir ist so krass und der Pulevita-Welt, dann geht das wieder. Schau! Pulevita-Welt! So krass der Typ! Ich liebe die Pulevita-Welt! Kurz gesagt, die Dortmund-Fans sind so geil, man kann mit denen Spaß haben, Humor haben, die verstehen alle. Also, ich glaube, die Frau hat das nicht als Humor genommen, so sah die nicht aus. Ich liebe hier, ich liebe Dortmund! Hier, wo ist Ditte? Ey, ich schwöre, Dortmund ist so korrekt! Ich liebe alle Dortmund! So korrekt! Ich liebe euch, Dortmund! Der Dream Adiemi ist verletzt, mein Herz tut weh, ich liebe ihn so sehr. Er rasiert Dortmund, weil in seiner Topform zur Zeit wird er leider ausgewechselt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Gute Besserung, Adiemi, wir lieben dich. Woody Allen! Oha! Boah, das hat er stark gemacht. Halbzeit! 2-0. Hä, warum spielen weiter? Irgendeiner hat eine Feindlinie gepfiffen draußen. Labern die! Ja, irgendeiner hat gepfiffen. Der hat uns verarscht. Hat man das auf Video gehört? Ich glaub schon. Ey, das war Todeslachki gerade, ich schwör's euch. Der hat wirklich gepfiffen. Leute! Boah, die stehen auf. Leute, die gehen weg. Die spielen weiter. Kurz auf den Ball. 80% unserer Zuschauer haben unter... Bro, wie im letzten Video. Das ganze Dinger. Ja. Leute, bin ich nicht böse. Sei ihnen alles gegönnt. Aber Bruder, ich feiere das persönlich gar nicht, wenn man mitten im Video sagt, ey, abonniert mich so. Am meisten, wenn man mitten im Stadion ist, alles ist laut, man versteht die vielleicht, man versteht sie von sich aus gut, aber Digga, ich feiere das auf sie gar nicht. Schon wieder, Bruder, vorne, Digga, Leute, guckt euch den letzten Vlog an, wo ich drauf reagiert habe, Gladbach gegen Bayern. Vertrauen wir, guckt euch das an, da hat er auch einmal mitten gesagt, abonniert unseren Kanal gerne und so. Finde ich alles geil, aber Bruder, das musste ich sein, nicht mitten im Video. Mach's doch am Anfang das Video. Oder so, keine Ahnung, oder ein Ende. Abonniert diesen Kanal. Weiter. Wir haben ein bisschen Intus. Okay, jetzt ist es offiziell. Halbzeit. 2-0 für Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund für 2-2 der erste Halbzeit. Ademir, ein Tor, eine Vorlage und wurde dann verletzt ausgewechselt. Gute Besserung. Ist so. Gute Besserung, Ali. Yemi. Hertha dreht das noch. Hertha BSC ist besser als Union. Für mich Union, beide sympathisch, sag ich ehrlich. Oh, Bruder, mach dich jetzt nicht bei Adidas unsympathisch, Bruder. Leute, ihr müsst ja verstehen, Adidas ist Dortmund-Fan. Dortmund-Fan, sag ich schon. Hertha. Und Union Hertha, wir wissen, Leute, Stadtderby, die hassen sich. Naja. Ja, du willst es schleimen. Nein, beide sympathisch. Ich küsse eure Herzen. Ey, Jungs, ohne Kamera würde er sagen, Union ist sympathisch. Nein. Doch. Ich doch nicht. Hertha BSC. Hertha BSC. Ja, BVB. Halbzeitanalyse. Bruder, Karim, der Dream, Ademi, ein Tor, eine Vorlage, Man of the Match und Auswechslung dazu noch. Was sagst du zu Ademi? Der geilste Spieler der Welt. Ja, hast du sollst sein. Warte, ja. Hast du an ihn geglaubt? Was? Sei ehrlich, hast du an Ademi geglaubt? Immer. Er hat auch an ihn geglaubt. Er ist ein immer Doppel. Massimiliano, Bruder, oder wie der heißt. Massimiliano, ich küsse dein Herz. Ja, Mann. wir müssen alle sagen, Leute, es ist wirklich so. Ich sag euch so, ich hab an Ademi nie gezweifelt. Ich habe Ademi auch generell viel durch TikTok-Views und was kennengelernt, also gesehen halt auch. Also gesehen, nicht kennengelernt, also wir kennen es leider Gottes nicht. Ich würde ihn gern kennen, weil geile Videos mit ihm aufnehmen vielleicht auch und chillen. Ich glaube, das kann ich mir mit Ademi sehr chillig vorstellen. Ich habe ihn auch viel durch Eli-Video gesehen, der hat das mal mit Ademi und Noah, ich glaube, da ist Noah, der steht jetzt auch immer noch bei Salzburg, und Video gemacht. Und Noah war ja auch bei den Eddie Cup dabei. Ja. Nice. Stolz! Ole! Ole, ole! Ole, ole! Hat er ja in Bayern irgendwas in Bayern dabei, ne? Albaner! Kein Spaß mit Türke! Wo ist Albaner? Da darf ich nicht alleine so lachen. Akku Balea mussten mit anderen Handy filmen. Der geht los. Okay. 100 Jahre später. Sei ihnen das einfach gegönnt, das Tor. Marco Reus, Bruder. Mein Lieblingsspieler bei Dortmund ist wirklich Marco Reus schon immer gewesen, Leute. Und halt zu zeigen auch Kobel. Man muss sagen, Kobel ist in kranker Form. Ich glaube, Leute, Marco Reus hat sich in dem Spiel unnormal gut. Ich glaube, das ist auch wegen Chelsea, Leute. Der war in der Champions League mit Max Hummels nur auf der Bank. Ich sage es, ich glaube, Max Hummels bleibt ja auf der Bank, aber ich glaube, Marco Reus wird sich zurückkämpfen. Der will in der Champions League nicht auf der Bank stehen, das würde er einfach nicht. Ich glaube, der will wirklich wieder zurück, das sieht man auch. Starker Spiel. Am meisten die Nummer 43, der glaube ich. Ich glaube, das ist ein Jugendspieler bei Dortmund gewesen oder so. Der ist nicht doller Eis, aber zwischen 16 und 20 ist der. Und immer ein guter Spieler. Von denen habe ich schon viel gehört, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Ja, aber Bruder, wünsche ich wirklich nur das Beste in seiner Zukunft. Oder was Hertha auch da macht, Digga, die können ja gar nichts, die können die auch nicht aufhalten. Seit 11 Jahren sagt er, wir werden Meister dieses Jahr. Sucht.
Halt deine Fresse. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, abonniert unseren Kanal. Der Stadionvlog ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Jungs. Wir gewinnen 4-1. Wie gesagt, nehmt nicht alles zu ernst, was wir gesagt haben. Heute haben wir ein bisschen Intos. In dem Sinne würden wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und geil, Mann. Geil. Also, erstmal, aber perfekt, jetzt bin ich auf dem Bremen-Block. Ja. Ach, stimmt, der Trainer hat sowieso schon geguckt, Leute. Müssen wir jetzt auch nicht gucken. Leute, gönnt euch erstmal die Jungs. Es ist wirklich, sind stabile zwei Jungs. Das muss man einfach so sagen. Und ich fühle einfach, wie die beide sich auch verstehen, ne? Sind ja Bayern-Dortmund-Fans. Also Dortmund- und Bayern-Fans. Beide sind ja Dortmund-Bayern-Fan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, ich finde das geisteskrank, wie sie sich gut verstehen, wie sympathisch die auch sind. Klar, Leute, ich glaube, jeder muss selbst wissen, die sind halt manchmal so ein bisschen überdreht, sag ich mal, oder keine Ahnung, sehr übertrieben drauf. Und haben, ja, Bruder, ja, seid ihr nicht gönnt. Ich sag euch, das ist, Leute, ich finde es geil, wie die zusammen feiern und ich finde es auch geil, wie die Spaß haben. Und die Jungs haben einfach Spaß, an Stadionblocks auszunehmen. Das ist ja auch mein Ziel, Leute. Ich sag euch, das ist, Leute. Ich will. Das finde ich ganz schwarz. Aber Leute, ich sag's euch, ich finde es geil, dass auch Bayern und Dortmund-Fans sich so gut verstehen können. Ja, das siehst du bei den beiden, wie gesagt, der eine ist der Bayern und der andere Dortmund und sie können sich trotzdem sehr gut verstehen. Und sei denen das auch hundertprozentig gegönnt. Beide sind sehr sympathisch. Und ich glaube, dass sie, also ich, oder die gehen ja wirklich fast auf jedes Dortmund-Bundesliga-Spiel, das sieht man jetzt hier, ne? Eigentlich auf jedes, aber auf viele Dortmund-Spiele und manchmal sogar Bayern-Spiele. Das kommt aber drauf an. Wir können ja kurz mal gucken hier, Leute. Ja, wie gesagt, hier gegen Wolfsburg sind sie auch gegangen, vor 3 Monaten. Gegen Buchen, dann gegen Frankfurt, gegen Stuttgart. Also die sind schon auf mehrere geile Spiele gegangen. Auch auf Champions League-Spiele gehen die auch nicht. Also nicht immer, aber manchmal gehen die auf Champions League-Spiele gegen Leverkusen. Sind sie auch gegangen. Ich werde auf die jetzt öfter reagieren, glaube ich. Jetzt kommt auf an, wie oft ich sie auf meine For You auf YouTube sehe, also hier auf der Startseite. Oder ich feiere die beide und normal. Außer dem Block habe ich jetzt nicht gefeiert. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Mann. Digga. Ja, da machen die halt auch noch manchmal andere Videos. Klar, so aktiv wie jetzt Anton, also Visca Barca oder so sind die jetzt nicht. Aber die gehen eigentlich regelmäßig auf Spiele und versuchen auch regelmäßig Videos aufzunehmen. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm, sag ich es ist. Also, ihr werdet in einem Monat bestimmt 3-4 Videos sehen, ungefähr. Vielleicht kommt noch drauf an. Aber ist egal. Ist mir echt recht rolle, sag ich es ist. Ja, Leute. Haut euch mal rein, Leute. Aber bevor ich das Video beende, Leute, guckt gerne mal in meinen Shop vorbei. Hier könnt ihr geile und nice Sachen kaufen. Ich kann euch hier mal mehr kurz anzeigen. Na klar, auch den Rabatt am besten einlösen, Leute. Eingelöst, let's go. Und dann könnt ihr euch geile Sachen holen, Leute. Da kommt demnächst auch noch mehr raus. Ich habe da jetzt noch keine Zeit gefunden, was zu machen. Aber ich will dafür Zeit finden, Leute. Ja, seid ihr auf jeden Fall gespannt, Leute. Freut euch. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.